Das Titelthema dieser Move 36-Ausgabe heißt Fulda nix wie weg. Und wir wollen hier mal fragen, wie finden die Leute Fulda? Was ist an Fulda gut? Wollen die Leute sofort nach dem Abitur aus Fulda raus? Mal schauen, was rauskommt. Ich bin von Ja, Move das ist eine gute 36 Idee. und Okay. unser Titelthema heißt Fulda nix wie weg von der nächsten Ausgabe. Was gefällt dir denn so an Fulda oder vielleicht auch nicht? Was könnte denn verbessert werden? Also, ich weiß nicht, ich mag die Stadt eigentlich überhaupt nicht so. Also, die ganze Innenstadt ist halt irgendwie nicht so schön gestaltet. Und was könnte daran verbessert werden? Also was fehlt dir hier einfach? Irgendwelche Plätze, wo man sich auch mal irgendwie mit Freunden treffen kann oder so. Also du willst auf jeden Fall weg aus Fulda nach deinem Abschluss. Auf jeden Fall. Was findest du an Fulda gut? Was findest du schlecht? Was könnte verbessert werden? Willst du sofort raus aus Fulda? Ach, ich finde es ja eigentlich ganz schön. Man kann hier einiges machen und es ist nicht so stressig mit vielen Leuten. Fehlt dir irgendwas hier noch, was verbessert werden könnte? Nee, nicht direkt. Also ich würde Fulda so lassen, wie es ist. Also ich komme nur aus einem kleinen Ort und da ist es eigentlich die nächstgrößere Stadt und ist halt einfach praktisch, weil hier eigentlich alles ist, was man braucht. Aber könntest du dir auch vorstellen, deine Zukunft hier zu verbringen? Nee. Ja, also mein Ort ist halt relativ klein, da gibt es nichts Besonderes und dann ist wohl da eigentlich eine gute Möglichkeit erstmal so für den Anfang. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, also jetzt geht's noch, aber ich würde hier nicht bleiben, glaube ich. Also, dann, weiß nicht. Ich komme halt aus so einem kleinen Kaff. Von daher, ne, ich würde vermutlich in eine, ich würde jetzt nicht in eine Stadt ziehen halt. Aber an sich ist Fulda jetzt nicht schlecht, also hat sich schon verbessert im Vergleich zu den letzten Jahren. So. Okay, was hat sich verbessert und was würdest du vielleicht selber verbessern, wenn du könntest? Ja, also schon mal das, ich sag mal, die Einkaufsmöglichkeiten und so ist schon hier besser geworden. Und ja, sonst ist man eigentlich nicht so in Fulda. Was würdest du an Fulda verbessern? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Also gut finde ich eigentlich zum Beispiel den Uniplatz. Da kann man sich im Sommer hinsetzen, kann man ein bisschen chillen mit Freunden, die Sonne genießen. Was ich nicht so schön finde, sage ich jetzt mal, ist immer die überfüllte Innenstadt am Abend, freitags und samstags. Das finde ich nicht so schön. Aber könntest du dir auch vorstellen, in Fulda zu bleiben nach deinem Abschluss? Ja, ich habe mich auch hier in Fulda beworben und ja, ich könnte auch hier bleiben. Also so schlimm finde ich Fulda jetzt nicht, dass ich unbedingt weg muss. Also, was gefällt dir in Fulda? Was gefällt euch nicht? Was würdet ihr verbessern, wenn ihr könntet? Möchtet ihr hier bleiben? Mal später. Was mir an Fulda nicht so ganz gefällt, dass es mir als Stadt zu klein ist. Ich bin eher mehr der, der eine größere Stadt leben will. Aber was schön ist, die Altstadt bzw. die ganzen ja, altertümlichen Gebäude hat Fulda gerade touristisch viel zu bieten. Und bei dir? Ja, eigentlich genau der Gegensatz. Ich würde hier eher bleiben, weil ich eigentlich so, die Großstadt gefällt mir nicht so. Das ist Fulda eher so das, was ich so bevorzuge. Und auch ja, die Kneipen und so. Das Altertümliche ist recht schön. Und auch so eigentlich recht saubere Stadt. Aber würdet ihr irgendwas verbessern, wenn ihr könntet? Verbessern, schwer zu sagen, fällt jetzt spontan nichts ein. Bei dir? Schulreform, keine Ahnung. Dass es eine relativ große Stadt ist, finde ich gut. Weniger gut finde ich, dass es hier halt ein paar Viertel gibt, wo es halt nicht so gut läuft. Wo zum Beispiel jetzt die ganzen Immigranten wohnen und die es dann nicht so gut haben. Was findet ihr an Fulda gut, was findet ihr schlecht und was würdet ihr verbessern, wenn ihr könntet? Also als erstes überhaupt die Öffnungszeiten, weil von den Läden, wenn man an dem Wochenende irgendwas machen will und die Läden schließen schon alle um 19 Uhr oder so, dann kann man praktisch nichts mehr unternehmen. Das finde ich halt ein bisschen schade und das würde ich auch ändern wollen. Ja, und bei dir, was findest du gut und was findest du schlecht an Fulda? Ja, ich finde eigentlich, ich wohne ja schon seitdem ich bin ja hier geboren. Ich finde eigentlich eine schöne Stadt. Und wenn ich dann nach Frankfurt oder sowas fahre, dann denke ich mir auch, ja, Fulda ist schön klein, es ist schön genießbar und nicht so groß, nicht so viele Menschen. Dagegen ist Frankfurt halt dann echt abnormal. Ja. Die Fuldaer Schüler sind da also eher geteilter Meinung. Den ganzen Artikel dazu und ganz viele Infos, was es eigentlich in Fulda so gibt, findet ihr in der Aprilausgabe der Move 36. Moin Moin, ich bin Nico von Move 36 und teste jetzt den Beruf des Zimmermanns. Und wie es sich gehört, habe ich natürlich auch einen Zimmermannshut auf.